Sehr geehrter Herr Professor Habermann, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, Herr Hagedorn hat versucht, ein Thema aufzugreifen, das sehr kontrovers ist, wie er gesagt hat. Und ich möchte ihn challengen, ich möchte ihn herausfordern, um ein ebenso kontroverses Thema, das in der Öffentlichkeit heiß diskutiert wird, zu besprechen. Und das sind die Kosten der Währungsunion, denn wenn Sie heutzutage einen Blick in die Zeitung werfen, werden Sie häufig erfahren dürfen, welche Vorteile die Währungsunion mit sich bringt. Und mit Sicherheit ist das vollkommen richtig. Einige Vorteile entstehen durch das Zusammengehen in einer gemeinsamen Währung. Unterbeleuchtet sind häufig die Kosten der Währungsunion, und damit werden wir uns heute beschäftigen. Allerdings, wie Herr Vogel mir versichert hat und mich ermahnt hat, soll das kein abendfüllendes Programm werden hier, und dementsprechend kann ich mich nicht mit allen Kosten der Währungsunion auseinandersetzen, sondern werde mich auf einige wenige fokussieren. Zunächst einmal möchte ich Sie nochmal abholen und durch die Krisenpolitik der EZB führen. Das werde ich in Teil 1, den Geldmarktzinsen, machen, sowohl den Geldmarktzinsen im ersten Teil, sowohl die EZB-Politik der Anleihenkäufe im zweiten und die Tageshalten. Und danach werde ich Ihnen in Teilen 2 und 3 zwei Teilergebnisse aus meiner Dissertation vorstellen, die Kosten der Währungsunion beleuchten. Gut, viele von Ihnen werden ein solches Schaubild oder ein ähnliches schon zu häufig gesehen haben und sind mit ihm vertraut. Das sind die Geldmarktzinsen der EZB seit 1999, seit Gründung der EZB. Diese natürlich sehr nah angelehnt an die Leitzinsen mit einem kleinen Aufschlag, je nachdem, wem Sie denn Geld leihen am Kapitalmarkt. Und wie Sie sehen können, sind die nahe Null angekommen. Und das liegt natürlich darin, dass der Leitzins seit 2009 faktisch bei 0% liegt. Warum hat die EZB das gemacht? Selbstverständlich wollten die Entscheider in Frankfurt die Krise in der Europäischen Währungsunion minimieren, indem sie die privaten Akteure dazu angehalten haben, mehr Kredite aufzunehmen, damit Wirtschaftsleistung anzukurbeln. Man kann ihnen Anreize schaffen, indem sie die Zinsen, den Preis für das Geld, immer weiter erniedrigen. Nun, aber unter Null kann man natürlich nicht gehen, zumindest nicht nominell. Und da das immer noch nicht ausgereicht hat, um die Folgen der Krise zu bekämpfen, aus Sicht der Entscheider in Frankfurt, mussten sie zu einem weiteren Schritt greifen, der in vielerlei Hinsicht sogar noch problematischer ist. Und das ist das, was wir als die Anleihenkäufer der EZB kennen. Was Sie hier sehen, ist hier auf der Ordinate finden Sie eine Prozentzahl, die EZB-Bilanz, die Summe der EZB-Bilanz als Prozent des europäischen, also der Europäischen Währungsunion BIP darstellt. Und bis zur Krise 2007, 2008, 2009 hatten wir noch das normale Finanzinstrument der Zinspolitik, und daher hat sich die EZB-Bilanz nicht massiv erhöht oder erniedrigt, hat so immer zwischen 10% und 12% variiert. Wie gesagt, als uns das normale, in Anführungszeichen, Instrument der Geldpolitik, der Leitzins, flöten gegangen ist, nachdem wir auf Null aufgetroffen sind, mussten wir uns was anderes einfallen lassen, und das waren verschiedene Wertpapiere direkt am Kapitalmarkt aufzukaufen. Denn letzten Endes sind Leitzins ja nichts anderes als ein Angebot an die privaten Akteure, Kredite aufzunehmen. Wenn die aber nicht wollen, wie Herr Draghi oder Herr Trichet möchte, dann kann man sie natürlich auch noch zwingen, indem man selbstständig als EZB Anleihenpapiere aufkauft. Vor allem wurden natürlich Staatsanleihen aufgekauft, aber auch Government Bonds unter den Government Bond Purchase Programs 1, 2 und 3. Und aktuell, glaube ich, haben wir ein Programm, das heißt PSPP. Sie verstecken das immer unter so schönen Namen. 2011 war noch das Security Markets Program, das Staatsanleihenaufkaufprogramm. Und mittlerweile sind wir bei sage und schreibe 35% in etwa des
BIPs der europäischen Wirtschaftszone angelangt. Es wurde verkündet letzte Woche, dass die EZB plant, aus diesen Anleihekäufen auszusteigen. Wir werden sehen. Es kommt auch Druck aus den USA mittlerweile. Wir bleiben gespannt. Was das Bild abrundet, ist, dass die Geldschöpfung innerhalb der Europäischen Währungsunion überhaupt nicht gleich verteilt war in Zeiten vor und nach der Krise. Und das führt uns zu den heftig umstrittenen, heftig diskutierten Tagessalden. Tagessalden entstehen, wann immer Transaktionen zwischen Individuen getätigt werden, die nationale Grenzen innerhalb der Europäischen Währungsunion überschreiten. Das heißt, wenn Sie Ihren österreichischen Kumpel Geld überweisen auf ein Konto, das auch einer österreichischen Bank gehört, und Sie haben eine deutsche Bank Ihrer Wahl, dann tragen Sie zu Tagessalden bei. Auch selbstverständlich, wenn in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich viele Kredite gezogen werden von den verschiedenen Banken. Und was Sie sehen können, ich habe hier mal als schwarze Linie, ich sage mal die Nordländer, die Positivbeitragsländer, abgelichtet in der Summe. Und die graue Linie symbolisiert die Peripherie und Frankreich, die Südländer. Und was Sie sehen können, ist, dass bis 2007, bis zum Ausbruch der Krise, diese Zahlungsbilanzdaten so sind, wie sie eigentlich ursprünglich auch geplant waren, nämlich sich fast immer ausgleichend in der Summe nahe Null und makroökonomisch nicht der Rede wert. Das ändert sich nach 2007. Und warum? Private Kapitalströme, die zuvor die Kredite, die Immobilienblase und andere Blasen in den Südstaaten befeuert haben und finanziert haben, die wurden repatriiert. Die wurden zurückgezogen nach Deutschland, in die Niederlande, wo auch immer die Sparer, die nach Rendite gesucht haben, ihr Geld angelegt haben, haben die zurückgezogen, weil sie zu der Überzeugung gekommen sind, dass es vielleicht nicht die cleverste Idee war, in die jeweiligen Projekte zu investieren, richtig? Und was tut man, wenn man jetzt diese Kredite nicht alle stranden lassen will, pleite gehen lassen will? Man braucht öffentliche Kapitalströme, um die Privaten zu kompensieren. Und genau das ist passiert. Durch eine Auflockerung der Sicherheiten hat man den Banken in den Südländern erlaubt, immer mehr Kredite zu ziehen von der EZB. Die EZB hat dieses Geld gedruckt und, wie gesagt, an die südländischen Banken ausgegeben, die sonst keine Möglichkeit mehr gehabt hätten, sich privat zu refinanzieren. Und diese Summe ist mittlerweile auf 1000 Milliarden, das ist kein Schreibfehler, es sind 1000 Milliarden Euro aufgelaufen. Es sind nicht 1000 Millionen, also eine Milliarde, es sind 1000 Milliarden. Jetzt wurde, Herr Sinn hat dieses Thema 2011 angestoßen und es wurde heftigst diskutiert. Mittlerweile sind fast alle zu demselben Entschluss gekommen, dass man sie zumindest kreditähnlich nennen kann, diese Tagessalden, denn das ist Liquidität, die zur Verfügung gestellt wird und für die spanische Notenbank oder die französische Notenbank, in dem Fall der deutschen Notenbank, Zinsen zu zahlen hat. Das Problem dabei ist, dass die Zinsen den Leitzins entsprechen und der ist bekanntlich null. Also diese Kredite sind de facto unverzinst, allerdings sie wären es, hätten wir einen positiven Leitzins. Die Tagessalden sind aber nicht vom Himmel gefallen im Sinne einer Gemeinheit, die sich irgendwie ausgedacht hätte irgendwo in Frankfurt und dann als künstlerisches Element in die Welt geflossen ist, sondern sie besteht, wie gesagt, aus der Notwendigkeit, wenn ungleiche Wirtschaftsräume in eine Geldpolitik zusammengesperrt werden und man keinen fiskalischen oder anderen Mechanismus hat, um diese Ungleichgewichte auszugleichen. Das Problem dabei ist, wenn wir das geldpolitisch lösen, wie wir es im Moment lösen, mehr schlecht als recht, aber immerhin lösen wir es. Die Aufrechterhaltung der Währungsunion durch Quersubventionierung von Geldpolitik zu lösen, entstehen viele unintended consequences, schlechte Konsequenzen, die wir so nicht geplant hatten für unsere Wirtschaftsordnung. Und
Hendrik hat ja in seinem Vortrag ganz wunderbar den Cantillon-Effekt beschrieben. Das ist einer von vielen Effekten, der zu sozialer Ungleichheit führt, etc. Und das ist ein weiterer Grund, warum Geldpolitik nicht der richtige Schlüssel sein sollte in einer liberalen Marktordnung, wie wir Ausgleichsmechanismen schaffen zwischen den Staaten und zwischen den verschiedenen Wirtschaftsräumen. Ich habe mich nach einem anderen Themenfeld umgeschaut, nicht im Cantillon-Effekt, sondern was ich mich gefragt habe, ist, was viele Forscher auch vermuten würden, viele von denen sind auch im Raum hier, und zwar, dass die direkte Anleihenkäufe, die die EZB tätigt, letzten Endes große Konzerne stärker bevorteilt als kleine Unternehmen. Stellen Sie sich vor, Sie seien MAN oder Siemens oder Bosch oder was auch immer und Sie haben die Möglichkeit, eine Unternehmensanleihe auszugeben, die entweder direkt oder indirekt dann von der EZB aufgekauft wird und mit in Ihre Bilanz genommen wird. Dann können Sie praktisch, dieses Papier wird nicht zu 0% verzinst sein, aber zu nahe einer Leitzinslösung, wie einer Geldmarktzinslösung verzinst sein. Das heißt, Sie bekommen Geld, neues Kredit für faktisch umsonst. Vergleichen Sie das mit einem kleinen Wettbewerber von Ihnen. Sie sind jetzt nicht mehr Siemens, sondern Sie sind ein Zulieferer von Siemens, der glaubt, er könne ein Teilgeschäft von Siemens besser und einfacher und effizienter und strukturierter abarbeiten. Dieses kleine Unternehmen hat nicht die Möglichkeit, in den Kapitalmarkt zu gehen, eben wie gesagt Notare und Steuerberater und Investmentbanker zu beschäftigen, und Juristen zu beschäftigen, die ein bombensicheres Papier aufsetzen, mit dem man tatsächlich hantieren kann. Das ist viel Arbeit und braucht viele große Abteilungen. Sie haben nur die Möglichkeit, zur Bank zu gehen. Und die Bank gibt Ihnen einen deutlich höheren Kreditzins als dass die EZB ihnen geben würde. Warum? Die haben Suchkosten, die haben Überwachungskosten, die brauchen jetzt einen Hansel, der sich da abgestellt wird, um zu erklären, wie ist eigentlich das Geschäftsmodell von Herrn X, Frau Y, etc. Und deswegen haben sie einen viel höheren Kreditzins. Es gibt leider keine sauberen Daten dazu, weil natürlich das die Unternehmen gern geheim halten, weil das natürlich auch was über ihre Marktlage aussagt, was sie für Zinsen bekommen. Dementsprechend sind diese Daten nicht leicht zu bekommen. Deswegen habe ich versucht, diese Daten in Anführungszeichen zu schätzen. Und zwar, was wir haben, ist das sozioökonomische Panel. Da sind viele deutsche Arbeitnehmer, die ihren Lohn und ihr Gehalt angeben, samt aller Zusatzstunden etc. pp. Und die sagen auch an, in welchem Unternehmen, sprich in welcher Größe, welche Größenordnung ihr Unternehmen hat. Und ich benutze die Löhne und Gehälter der deutschen Arbeitnehmer als Proxy dafür, wie liquide ein Unternehmen ist, wie hoch ihre Gehälter ausfallen können über die Zeit, als Proxy für Unternehmensliquidität. Und was ich gemacht habe, ist, die verschiedenen Vor- und nach der Krise zu untersuchen, ob Menschen, die in Großkonzernen arbeiten, höhere Gehälter ceteris paribus erwirtschaften als Kleine. Jetzt würden Sie sagen, ja selbstverständlich, große Unternehmen sind große Banken, die zahlen natürlich besser. Selbstverständlich nur als Diff und Diff, also als Vergleich zu der Vorperiode, sodass man natürlich etwaige Effekte, die aufgrund anderer Größen außer der Zeit, die davor bestand, herausgerechnet hat. Also ich vergleiche die Zeit vor 2007, wo die großen Konzerne gegenüber den kleinen ein bestimmtes Gehaltsverhältnis gehabt haben, mit danach und mit sehr vielen Kontrollvariablen. Ich würde das gerne auf die Fragestunde vielleicht verweisen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass nach der Einführung der unkonventionellen Geldpolitik der Gap um 5% größer geworden ist. Das bedeutet, dass Menschen, die in Großkonzernen arbeiten, um 5% mehr Gehalt bekommen als Menschen, die diesen Vorteil, dieses Glück nicht haben, in großen Konzernen zu arbeiten. Und das könnte für die These sprechen, dass die Geldpolitik die Wettbewerbsordnung unterminiert. Vor allem deshalb, weil, wenn Sie sich vorstellen, wenn wir das Ideal des schumpeterschen Prozesses der schöpferischen Zerstörung vor Augen haben, dass
dass kleine Unternehmen diejenigen sind, die häufiger mit einer neuen guten Idee kommen, die die Alteingesessenen herausfordern, die Druck aufbauen, dass wir effizienter und innovativer werden. Und ein Teil davon geht dadurch verloren, dass wir die großen Unternehmen geldpolitisch unterstützen. Gut, wie sollte es besser sein? Wie könnte man es anders machen? Sinnvoller und offensichtlicher für sowohl das Wahlvolk als auch makroökonomisch wäre es, würde man die Umverteilung, die man zu schwächeren Regionen hin durchziehen möchte oder umverteilen möchte, dass man die fiskalisch umverteilt. Dass man tatsächlich sagt, okay, also Deutschland zahlt Griechenland, Deutschland zahlt Spanien einen gewissen Betrag X jedes Jahr, um die geringere Wirtschaftskraft auszugleichen, damit wir gemeinsam in der Europäischen Währungsunion verbleiben können. Könnte man ja vorschlagen. Und damit wir ein Gefühl dafür bekommen, in welchem Umfang wir dafür Sorge tragen müssten, damit wir ein halbwegs homogenes Wirtschaftswachstum bekämen, haben in einem Papier Professor Schnabel und ich gemeinsam uns den Vergleichsfall Japan angeschaut. Und in dieser Slide möchte ich Sie überzeugen, dass es ein halbwegs geglücktes Vergleichsmodell ist. Denn wie Sie sehen können hier, oben läuft immer der Zeitstrahl von 2008 vorwärts. Hier auch? Ja. Und unten läuft der Zeitstrahl von 1990 vorwärts. Das heißt, unten sehen Sie die japanische Zeitfolge und oben sehen Sie darüber gelagert die europäische Krise. Also wir vergleichen die japanische Krise nach 1990 mit der europäischen Krise nach 2008. Und Sie sehen das sowohl in der Ursache, hier sehen Sie zum Beispiel die Stock Market, die japanischen und europäischen Aktienmärkte, sehen Sie einen sehr vergleichbaren Boom und eine sehr vergleichbare Bustphase. Sie sehen auch hier die japanischen und europäischen Immobilienpreise, wie sie sehr vergleichbar angestiegen sind und danach in sich zusammengefallen sind. Das sind zwei Möglichkeiten, die Ursachen der Krise abzubilden. Und auf der rechten Seite sehen Sie Lösungsversuche, die geldpolitisch durchgeführt wurden. Das ist der Leitzins Japans und Europas, die im vergleichbaren Zeitraum dann auf Null aufgeschlagen sind. Und hier sehen Sie die Langfristzinsen, die 10-Jahres-Zinsen. Das sind in aller Regel Staatsbonds, also die Government Bonds der Länder Japan und der südeuropäischen Länder. Und da sehen Sie, wie sie sehr homogen zu fallen bereit sind. Also ich möchte Sie mit dieser Grafik überzeugen, dass die japanische Krise nach 1990 und die europäische Krise nach 2008 vergleichbare Situationen darstellten. Und die Japaner, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht landläufig hier glauben könnte, haben 44 Präfekturen, die in ihrer Wirtschaftskraft sehr unterschiedlich sind. Sie haben einige wenige Ballungsräume in den Tälern, in denen sie hochkompetitive, wettbewerbsfähige Unternehmen haben. Und sie haben sehr viele Landstriche, die veraltet und arm sind. Und dennoch, wenn Sie hier sehen, ist das Wirtschaftswachstum vor und nach der Krise in Japan sehr viel homogener als in Europa. Hier sehen Sie das niedrigste durchschnittliche Wirtschaftswachstum Europas, ein Land, und das höchste, ich glaube, das ist Lettland, die haben 11% gemacht, das ist schon hervorragend. Und hier sehen Sie die stärkste Präfektur und die schwächste Präfektur Japans, sowohl den Mittelwert und den Median als Strich und Punkt dargestellt. Und was Sie sehen können, ist, dass die japanischen Wirtschaftswachstumsraten sehr, sehr, sehr viel in den Präfekturen sehr viel näher zusammenliegen als die der Europäer. Logischerweise. Und warum? Weil sie natürlich ein Nationalstaat sind und sowas wie einen fiskalischen Umverteilungsmechanismus haben. Und der heißt in Japan LAT, Local Allocation Tax, also ich werde das jetzt LAT nennen. Und diese LAT wird im Gegensatz zu uns, zu unserem Länderfinanzausgleich, nicht von den Präfekturen gezahlt, sondern das wird vom nationalen Staatsfonds an die einzelnen Präfekturen ausgezahlt. Und der ist massiv. Der wurde von etwa 10%, 8% der Wirtschafts-, der Staatseinnahmen 1990 auf über 35% im Jahre 2004 ausgeweitet.
Also das ist ein Drittel des gesamten Staatsvolumens des japanischen Haushalts. Nun, wir haben ausgerechnet, in etwa, was passieren würde, wenn die verschiedenen Präfekturen von diesem fiskalischen Ausgleichsmechanismus nicht profitiert hätten. Und wie Sie sehen, das sind die Quartale die Quantile 1 bis 4, und das sind sozusagen die ärmeren Präfekturen, das sind die reichsten Präfekturen, also da finden Sie die großen Unternehmen, die auch in Japan von der Geldpolitik profitiert haben. Hier finden Sie in diesen kleinen, eher ländlichen, eher Regionen nur die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und was Sie sehen können, ist, dass ich in Japan, hätten sie die Local Allocation Tax nicht gehabt, also den regionalen Umverteilungsmechanismus, der sie homogenisiert hat, nicht gehabt, dann hätten sie nach der Krise in etwa 15 Punkte Wirtschaftswachstum Unterschied gehabt, weniger gehabt. Und das ist ziemlich exakt das, was wir sehen, wenn wir heute Italien und Spanien mit Deutschland und den Niederlanden vergleichen. Also die Nordländer gegen die Südländer. In etwa 15 Punkte. Wir haben jetzt 10 Jahre her in etwa. Wir haben in Deutschland ein Wirtschaftswachstum zwischen 1 und 1,5% und Italien und Spanien sind nach dem Nachkrisenzeitraum stagniert oder sogar ein wenig geschrumpft. Das sind 1,5 Punkte pro Jahr, grob gerechnet 15 Punkte. Letzter Satz. Und was wir daraus mitnehmen können, ist, dass die Local Allocation Tax so etwas Ähnliches wie die Local Allocation Tax gebraucht würde, um dauerhaft schwache Regionen wie den Süden Europas mit den stärksten Regionen Europas wie Finnland, wie Niederlande und wie auch Deutschland in einem Währungsraum zu halten, würden wir das fiskalisch machen und eben nicht geldpolitisch. Und wenn wir uns die Zahlen und Größenordnung anschauen, dann reden wir von so etwas wie in etwa 30-35% des Staatshaushalts, der Staatseinnahmen. Und ich würde es gerne in die Runde schmeißen für nachher, dass Sie sich, glaube ich, selber überlegen können und denken können, ob das A, politisch gewollt oder B, durchzuhalten wäre im politökonomischen Sinne. Herzlichen Dank.